Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Seven Days to Die Ravenhearst. Die Crew ist komplett mit am Start. Hallo. So, Hi. Jürgen, du wolltest einen Stein von mir. Okay. Ja, hast du ihn? Die Axt wieder reparieren. Ja, ob du hast. Hab ich. Getroppt hab ich. So, Daniel hat gesagt, er hat irgendwo einen Bauplatz. Ich hab doch gesagt, nur hier, weil es da einfach gerade war, neben dem Tower. Ich habe keinen neuen Bauplatz. Da, wo ihr gerade am Holzhacken wart, das ist absolut ebenerdig. Ja, hier auch. Meinst du mitten in der Stadt? Wir können auch einfach den Tower abreißen später. Da haben wir auch Platz. Das wäre auch eine Idee. Wir hacken uns jetzt unten durch, genau. Wir untergraben den Tower und lassen ihn einstürzen. Ich glaube zwar nicht, dass das der Server mitmacht, aber ja. Aber hier, wo ich jetzt gerade stehe, ist doch eigentlich relativ schön gerade. Wo ist hier eigentlich? Reicht doch. Ja, können wir machen. So. Eine Gilde, okay. Das heißt, Martin, was brauchst du? Einfach normale Woodframes? Nicht. Also ich würde auch Beton nehmen, also so ist nicht. Gut, ist ich mache gerade 164 Scrap Iron Beton? Frames. Warte. Ja, also ich habe schon mal so 56 Wood Frames zumindest. Also wenn hier mal einer kommt und mir hilft mit den Zombies, dann können wir loslegen hier mal bauen. Nix kriegt da alleine hin. Ja, doch. Erst nochmal nach oben. Alter. In die Wohnung. Danke, Daniel. Ja. Wisst ihr, ich bin da, der Zombie ist tot. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fische sind immer noch so blöd. Wir werden schlauer oder was? Ah, ich habe eben gehofft, dass du oh Gott. Hier bei der Mod vielleicht doch relativ einfach da einfach drauf bauen könntest, dass das gescheit funktioniert, aber dem ist leider nicht so. Da sind Mechanical Parts. Da sind Mechanical Parts drin. Kannst du nur nicht aufheben. Was willst du? Ja, irgendjemand hat von euch doch hier oben Woodframes gebaut. Ja. Ich warum? Warum? Ich hab's nur festgestellt. Achso. Weiß irgendjemand von euch hatte schon Nägel? Oder ja, was? Die habe ich schon seit, glaube ich, letzter oder vorletzter Folge. Wer schießt hier oben eine Scheibe kaputt bei mir? Wer hat denn eine Scheibe? Gut. Das muss ich erstmal scrappen und dann. Wo ist denn hier das Futter hin, Mann? Da. Das läuft doch hier. Das Purified Water. Du hast schon Wasser gefunden. Ja, was heißt gefunden? Wir brauchen eine Wasserquelle irgendwo in der Nähe. Das ist überhaupt richtig. Wie wär's, wenn einer mal wenigstens erkunden tut? Hä? Ich fahre mir gerade, weil ich werde dann gleich direkt mit dem Spikes anfangen. Weil das dauert ja jetzt ein bisschen länger mit den kleinen Pillemann-Werkzeug. Ein kleinen Pillermann, alles klar. So. Jürgen, siehst du zu, dass wir was zu essen und zu trinken kriegen? Dann bauen wir hier die Basis auf. Zu essen und zu trinken? Ja.
Ein Bogen oder was? Hab ich nicht. Möchtest du meine Armbrust haben? Lass mich überlegen. Alter. Da wir kommt eine Wanderhorde. Eine Wanderhorde, genau. So, ich muss da jetzt mal ein bisschen Zeug reinschmeißen, weil diese Überfüllung geht mir gerade mal hart auf den Sack. So nah wollt ihr bauen? Ich würde sagen, das mit der Wanderhorde läuft, ja? Mann, ey, das... Oh! So... Wer hat hier eine Handgranate? Was? Handgranate? Nix Handgranate. Schrotflinte? Ein Blunderbuss. Blunderbuss. Die hatte der Jürgen, ja. So. Nippel ab, Mann. Alter Schlappe, ey. So, wer braucht da hinten noch Hilfe? Jo, ich hab Level 2 erreicht, das ist ja unglaublich. Na, helle Wahnsinn, ey. Oh, so. Lustig. Na, sowas. Ich setze jetzt Frames nur auf den Fußboden drauf und dann bauen wir jetzt den Boden, oder? Ready? Was denn? Ich sag, ich setze die Wood Frames jetzt einfach auf den Boden und baue die aus. Das ist jetzt der Boden bei uns. Können wir so machen, ja. Wie wär's, wenn du den Boden erstmal weglässt? Bau Baustelzen erstmal. Was? Baustelzen. Ich meine, wollte gerade sagen, also ich meine, der Boden kann jetzt auch so wichtig nicht sein, ne? Ach, machen wir jetzt da drüben die Tür hin, oder was? Ja, hier ist so eine Tür. So, ich habe keine Woodframes mehr. Ich habe noch welche. Kein Holz mehr. Das ist das nächste Problem, ja. Was ist denn dieser Bite Mark im Übrigen? Bismarck, brauchst eine Bandage. So, wie viele Frames soll ich noch hier draufsetzen? Noch eine Reihe? Da es große Zombies gibt, würde ich sagen, ja. Peter, brauchst du Bandage? Ne, ich habe eine. Okay. Okay. Da ist schon wieder Betrieb irgendwo. Oh ja. So. Kann ich da das Holz scrappen? Alter Schlappe, ey. Hab ich da jetzt gefunden? Challenge Texas Hold'em. Das ist doch, glaube ich, alt, oder? Ja. Keine Ahnung. Ich musste Karten finden, ja, Spielkarten. Würde sagen, aus der Wilmot. Okay. Das ist schon wieder ein Zombie, Mann. Ja, das ist die. Hab ich auch noch 77 Schuss, das ist nicht viel. Oh ja. Du hast ja schon wieder wie so verrückt da rumgeballert. Jo. Stimmt allerdings. Was? So, das kann ich skippen. Das Ding sogar besser, ey. So.
Ja, Holz hätte ich auch. Vorsicht, Baum fällt. Hab's gerade gemerkt. Achso, eigentlich muss man Martin ja das ganze Holz einfach nur hinwerfen, ne? Ich meine, der baut ja schlussendlich ein bisschen schneller aus. Kein Holz mehr. Herrlich für die Säule. Mein Gott. Hör nur, wie er rumjammert. Martin, ich gebe dir auch noch meine Frames hier. Damit kannst du erstmal ein bisschen was machen. Kein Holz mehr. Alter, ja, Martin. Dann sieh zu, dass du selber mal welches holst. Jemand noch leere Büchsen einstecken? Ja. Ja, und Gläser. Ja, alles her. Ja. Also ich gebe dir alles. Einmal hier eine Wasserflasche. Guck mal, ob ich irgendwo eine Wasserquelle finde. Dann habe ich hier Gläser. So, warte mal. Das Ding kann ich noch essen. So, das Drop. Gott, man muss sich erstmal dieses große Inventar hier gewöhnen. Mhm. Ja. Eine normale Plastikbottle, ne? Ja, die kann man zerlegen, die kannst du eh nicht abkochen. Das Wasser, da brauchst du Tabletten dafür. Ich muss da Chlor reintun, oder wie? Reine so Wasserreinigungstabletten brauchst du dafür, wenn du die nutzen willst. Okay. Stark. Also ja, ich hab 8 Büchsen und 4 Gläser. Ich hab nochmal 4 Büchsen und 8 Gläser. Gut, dann komme ich nochmal zu dir und dann suche ich mal irgendwo Wasser. Ja. Kann der nämlich nicht viel helfen. Sind da. Nee, ich hab noch kein Wasserloch auf der Karte. Ja, das Inventar dauerte. Besser. Zur Not kannst du nach Südwesten Süd-Südwesten reisen, da ist Schnee. Okay. Wenn das hier noch so geht, ja. Jetzt brauche ich in der Tat noch Holz. Na gut, in der Tat. In der Tat. Jetzt das Samen hin hier. Hallo. Nix Samen. Achso, gut, dass du es erwähnst. Kann ich ja gleich wieder mal hinpacken hier. Na da. So. Gar keine Zeit für euch. Okay. So, Schaufel. Tschüss. Was? Okay. Hast du was gefunden, Jürgen? Sieht aus wie ein kleines Rinser. Ich guck mal, was er ist. Nee, ist kein Wasser. Was immer das ist. Siehst du, wir hätten auch einfach direkt auf Flexsorgen gehen können, ne? Hätten wir das? Ja, das wäre doch schön. Ja, kann man noch machen. Können wir jetzt noch eine Mauer davor setzen? Kein Problem. Oh, das sieht gut aus. Das kenne ich doch, das Gebäude. Da war doch was im Garten. Oh, Schaufel. Ach, schöpf's jetzt aus dem Pool, ja, warum nicht? Ja. Na toll. Der Eimertrick funktioniert ja nicht. Das ganze Pisswasser. Problem, ich bräuchte mal eine Kiste, Mann. Ach, da habe ich meine Gläser und Dings im Übrigen rein. Ach ja. Ja, da waren sie doch. Ja. Wow, ist natürlich auch alles sehr mühselig so am Anfang hier, ne? So auch mit Clay. Leck mich am Arsch. Kennen wir gar nicht mehr, ne? Nee. Nee.
Ja, aber ich finde es auch generell, also wenn ich mir das jetzt so angucke, von den Werten her, oder generell was du rauskriegst, ist das alles recht wenig, ne? Kann das sein, Jürgen? Naja, das steigert sich dann mit der... Ja, das dachte ich mir schon, dass sich das steigert, aber so erstmal... So. The Cobblestone Rocks. Dann gehen wir an Flexstone über, ja. Jetzt war schneller. Diese Zombies, als wenn irgendwo eine Apokalypse war. Ja. So, was macht der Martin da jetzt? Da sollen jetzt die Flexzones hin, oder was? Ja. Aha. Wo willst du da jetzt den Eingang hin haben dann? Jetzt hat er es so gebaut, dass wenn ich es jetzt da wegnehme, weißt du, dass es gerade wieder einreisen muss. Hm. Echt intelligent. Ah. Hm, ich hab Hunger oder sowas. So, Crichton Bone Shift, na gut, das. Ja. Das ist jetzt das geringste Problem hier. Ein Bone Shift zu craften. Und nicht hier ein Zombie, der tot ist. Tötet er die Zombies nicht? Doch, eigentlich schon. Weil ich habe jetzt schon einen dritten Zombie gefunden, der noch Inhalt hatte. Da war vorne ein Bär. Okay, das könnte auch sein. Nee, da war wirklich einer. Und der Bär hatte nicht gelootet. Sowas. Ja, unmöglich mit den Bären. So, was mir da dazu mal einfällt, ich habe ja Level 2 erreicht. Ja, und was skill ich jetzt am Anfang? Das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Frage, ne? Ich würde sagen, das, was du gelernt hast. Ja, oder halt die ersten Punkte an Sexual Tyrannosaurus, ne? Oder das. Oder in meiner 69. Oder das. Ja, ich brauche mehr Steine, um den Block hier abzubauen, als ich rauskriege, um meine Steinachs zu reparieren. So, ich nehme Sexual Tyrannosaurus in meiner 69, das kann für den Anfang nicht verkehrt sein. Sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als könnte ich ein bisschen länger jetzt farmen. Wenn natürlich noch irgendeiner dann vielleicht noch auf Werkzeug gehen würde, wäre das in der Tat ganz cool. Das kann ich tun. Ich denke, macht es zumindest am meisten Sinn. Weil ich schon krass finde, dass du mit so einer Schaufel anscheinend weniger Stamina verbrennst als mit so einer Picke, ne? Mhm. Und selbst die 50er Eisenaxt lohnt sich dann schon. Ja? Ja. Hast du schon mal einen Spaten in den Boden gestochen, wo du dich mit einem Gewicht draufgestellt hast oder mit einer Picke gegen einen Stein geklopft? Aber Toolsmithing gibt es gar nicht. Das ja, ist das ist dann ein Eisenwerkzeug. Okay.
Und die anderen fällt es dann normal unter Mistcrafting oder? So war das ja, glaube ich, in der anderen, kann das sein? Nee, du hast immer noch Unterkategorien, sodass du es auch hochleveln kannst. Na dann. Lass mich da einfach mal überraschen. Ja. Das Beste. Definitiv. Ernsthaft jetzt? Hm? Es gibt ja verschiedenste Aufläufe, Pie, Kuchen. Man braucht jetzt echt Kuchenplatten, um das craften zu können. Hm? Ja, na, da wird ja auch mit Sicherheit relativ gut in den Häusern. Wird wahrscheinlich auch relativ sinnvoll sein, wahrscheinlich. Hat einer den Überleben gemacht? Wie war das? Der Martin, ja. Ich glaube, der konnte so Tonschalen herstellen und auch die Kuchenplatten. Aber am Anfang die Tonschalen. Ach so, wo du dann die normalen Suppen reinpacken kannst, dass die besser werden, ja, ne? Ja. Dass die Dinger sich auch mal lohnen. Die Mikrowelle, dafür. Was bitte? Eine Mikrowelle. Man kann eine Mikrowelle craften. Yep. Jawohl. Na dann, so machen wir das doch dann einfach. So. Na gut, Plunderbass Ammo geht ja eigentlich auch recht einfach, Jürgen, ne? Mhm. Also man brauchst ja nur Gunpowder, Papier und Smallstone. Im Prinzip ja, brauche ich jetzt eigentlich erstmal Stein wie so ein Irrer. Steht denn eigentlich neben mir? Ach, der Jürgen. Ich wollte gerade sagen, schieß einfach mal drauf. Nee, es ist. Nee, Jürgen, das macht er mit dem Messer. Gibst du mir deine Steine? Nierensteine? Okay. Ja, gib mir deine Nierensteine. Danke. Haben wir irgendwo. Ja, da drüben sind noch welche. So. Dann kann ich hier beiläufig ein bisschen Clay sammeln. Und dann machen wir ein bisschen Flexstone. Na gut. Ja, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, Däumchen da lassen, ein Kommentärchen, ein Abo für die Leute, die nah sind. Die neu mit dabei sind. Oh Gott. Und ja, schaut doch mal meine anderen Projekte rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, da auch von euch dann was zu lesen. Und oh Gott, war der Fall nah. Was für ein Fall? Ja, ja. Das tu nicht so. Ich hab überhaupt keinen Bogen. Ich auch. Ja. Armbrust. Schade. Aber Steine hat er wenigstens gehabt. Na dann. Ja, Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.